Der Calliope Mini, der lässt sich nicht nur in der Grundschule einsetzen, sondern man kann mit ihm auch tolle Sachen machen, zum Beispiel Spannungen messen, ohne weitere Bauteile anzuschließen. Hier nur drei Käbelchen für einen kleinen Versuchsaufbau, mit dem ich gleich zeigen werde, wie man mit dem Calliope einfach Spannungen messen kann, die ich hier mit dem Potentiometer einstelle. Der Calliope Mini ist hier an einen Spannungsteiler angeschlossen. Der Spannungsteiler besteht aus diesem einfachen Poti. Das Poti wird versorgt mit der Spannung von ungefähr 3,2 Volt, hier direkt aus dem Calliope. Und der Mittelabgriff des Spannungsteilers wird dann auf einen der analogen Eingänge des Calliope hier gegeben. Parallel dazu ist hier noch ein Messgerät, das zeigt im Moment 0 Volt an, damit wir kontrollieren können, was passiert. Und wenn ich jetzt an dem Poti drehe, werden wir gleich sehen, dass hier in zwei Zeilen auf der integrierten LED-Anzeige des Calliope Mini angezeigt wird, wie ungefähr so die Spannung ist. Das geht dann los bei etwa 0,27 Volt. Da leuchtet der erste auf. Und das Programm ist so geschrieben, dass die ersten beiden Zeilen genutzt werden bis zu einer Spannung von etwa 3 Volt. Jetzt sind wir bei der Hälfte. Da ist dann der erste Balken hier voll bei 1,5 Volt, wie das Multimeter anzeigt. Ich drehe jetzt nochmal weiter auf, bis auf Rechtsanschlag. Da haben wir dann beide Zeilen bei ungefähr 3 Volt. Ich drehe wieder zurück. So kann man sehr einfach eine kleine Spannungsmessung mit dem Calliope Mini aufbauen. Und ich zeige jetzt gleich mal, wie das Programm aussieht und wie die Verdrahtung aussieht. Hier sehen wir jetzt den Versuchsaufbau, um mit dem Calliope Mini Spannung zu messen. Hier ist der Calliope. An diesen beiden Kontakten kann ich die Betriebsspannung von etwas mehr als 3 Volt abgreifen. Daran hänge ich ein einfaches Potentiometer. Hier habe ich ein 10 Kiloohm logarithmisches Potentiometer verwendet. Dieses Messgerät dient nur dazu, um zu kontrollieren, ob die ganze Schaltung funktioniert. Ich greife hier parallel zum Ausgang des Potis hier, greife ich die Spannung dort ab. Und diesen Ausgang des Potis, mit dem ich die Spannung zwischen 0 und der Betriebsspannung von 3 Volt einstellen kann, gebe ich dann hier auf den Anschluss 1, der bei dem Calliope als analoges Eingangssignal genutzt werden kann. Das Programm für die Spannungsmessung ist in dem PXT-Editor geschrieben, denn auch in den PXT-Editor kommt man online über pxt-calliope.cc. Schauen wir uns den Text mal etwas näher an. Hier ist der Quelltext in dem grafischen Editor geschrieben. Im Prinzip eine Dauerschleife, in der von dem analogen Eingang ein Wert gelesen wird und hier einer Variable namens analoger Wert zugeordnet wird. Diesen Wert teile ich hier durch 101, damit dort Zahlen zwischen 0 und 10 rauskommen. Und ich durchlaufe einen Index und in dem Index mache ich mehr oder minder Folgendes. Hier in diesem Konstrukt schaue ich, in welche Zeile der zweizeiligen Anzeige ich die LED einschalte. Und der eigentliche Knackepunkt kommt an dieser Stelle immer dann, wenn der analoge Wert größer ist als dieser Index genannte Zähler, dann schalte ich die LED an oder ich schalte die LED aus, wenn der analoge Wert halt größer ist. Dadurch gibt dann die Anzahl der LEDs, die angeschaltet sind, ungefähr wieder, wie hoch die Spannung ist.